Ja, moin, herzlich willkommen zu meinem neuen Spielevideo. Es ist diesmal ein Quizspiel an der Reihe, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Quizspiel, was ich auf meiner Seite habe. Aber gleichzeitig wird es eine Inspiration sein, weil ich durchaus ein Fan von Quizspielen bin, dass ich vielleicht mal was generell zu diesen neuen Quizspielen der letzten Jahre mache. Denn so von diesem klassischen Trivial Pursuit Schema ist man eigentlich heute ein ganzes Stück weg. Ja, Smart 10 oder 10 ist ein Spiel ab 10 Jahre. Finde ich erstaunlich tief angesetzt. Kann ich aber so, hat man nicht alle Fragen durchgespielt, nicht so richtig beurteilen. Meine Kinder sind auch noch nicht so alt, deswegen schwierig. Ich würde es eher als Erwachsenenspiel ansehen. 2 bis 8 Spieler und ca. 20 Minuten Spielzeit. Ja, und Smart 10 sagt über sich selber, dass es das revolutionäre Quizspiel ist. Und wenn man sich die Packung anguckt, dann guckt man sich dieses Gerät schon an und denkt, ja, so ein Quizspiel, das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich dachte im allerersten Moment bei der Packung mit den Lichtern, das Ganze sei elektronisch. Leider nicht. Was heißt leider? Es ist eigentlich viel schöner, wenn es nicht elektronisch ist. Und zwar, ja, ist das dieser Wunderkasten, der, das habe ich jetzt schon geändert, er kann aufgemacht werden, damit man die Karten rausziehen kann und reinstecken. Aber man kann ihn auch verschließen und dann ist das eine wunderbare Reisebox, die gut funktioniert, da auch diese Pinöppel hier oben sehr, sehr fest sitzen. Insofern, ja, also kann man es auch ohne die große Packung einfach in den Koffer packen und mitnehmen. Entschuldigung, der Hals will nicht so richtig. Bis zu 8 Spieler, das ist dann ein Teamspiel. Bis zu 4 Spieler kann man es, oder ich sage es anders, bis zu 4 Spieler sagt dieses Spielfeld hier, ich kann die Punkte tracken. Es geht nämlich so weit, dass man bis 15 Punkte offiziell spielen soll, wie bei einigen anderen Quizspielen auch. Man kann sich das setzen, wo man möchte, wie man Punkte kriegt, erkläre ich gleich nochmal. Es gibt also jeweils an den Seiten 2 Rädchen, damit kann man sich Punkte einstellen. Theoretisch könnte ich auch mit 10 spielen oder bis 9 spielen und dann habe ich 8 Rädchen. Aber es geht auch im Teamwork. Ja, der eigentliche Zweck ist, und ich werde jetzt auch ein paar Fotos einfach mal einblenden, dass man es ein bisschen größer sieht. Ich denke, eine eigene Kameraeinstellung ist dann nicht wirklich sinnvoll, dass es hier in der Mitte eine Frage gibt. Die Fragen, kann ich gleich sagen, es gibt 2, 4, 6 Kategorien, wahr oder falsch. Es geht um Zahlen und Daten, es geht um Reihenfolgen, Jahrhunderte, Farben und Sonstiges. Und dann geht es im Grunde das Reihum, man einzeln oder im Team dran ist. Und es gibt hier zum Beispiel die erste Frage, das ist auch die, die oben liegt. Und ich will gar nicht so viel spoilern, was die Antworten angeht, deswegen... Welcher Sport wird bei diesem Ereignis ausgetragen? So, dann ist das erstmal ganz einfach. Es gibt 10 Antwortmöglichkeiten. Bin ich an der Reihe, kann ich sagen, ich möchte etwas machen. Dann sage ich Tour de France. Weiß ich, das ist Radrennen. Dann darf ich mir diesen Stein nehmen. Ist es richtig, darf ich ihn behalten? Ist eine Antwort falsch, muss ich alle bisherigen gespielten Steine und jeder Stein ist ein Punkt wieder abgeben. Ist die Antwort richtig, behalte ich ihn einfach und der nächste Spieler ist an der Reihe. Abgeben bedeutet, es kriegt kein anderer Spieler, sonst habe einfach doch keinen Punkt. Also muss man sich überlegen, wenn man dran ist, weiß ich etwas oder weiß ich es nicht. Denn wenn ich falsch liege, wie gesagt, gibt es nicht. Ich kann aber jederzeit passen und behalte einfach meine Punkte und dann spielen die anderen Spieler weiter, bis es keiner mehr weiß. Nun ist das eben sehr einfach gewesen, aber ich nehme es mal an diesem Beispiel, dass im Grunde, und vielleicht stimmt da das 10 Jahre Alter schon tatsächlich, denn man kann bei vielen Fragen immer gut mitspielen. Probier auch, wie gesagt, hier werden 1, 2 Fragen auch mal eingeblendet, ohne dass man die Antworten sieht. Aber Wimbledon ist Tennis, Super Bowl ist Football, das weiß ich. 4-Schanzentournee ist Skispringen, auch das hätte ich jetzt sofort gewusst. Aber The Patterson Classic habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Das Kentucky Derby wäre ich jetzt auch unsicher, was für ein Reitsport oder Motorsport das denn ist. Also da The Ashes, ja gut, doch, das weiß ich, aber vielleicht nicht jeder draußen, da bin ich zu sportbegeistert oder hier. Reihung der meist übersetzten Autoren, 1 am meisten. Und dann, ja, muss man in der Reihenfolge anfangen. Das ist dann schon ganz, ganz bitter, weil man alle kennt. Also ganz verschiedene Schwierigkeitsgrade dabei. Und ja, so ist das eine Menge Abwechslung, die hier vorgegeben ist. Es gibt, jetzt muss ich einmal kurz gucken, 100 beidseitig gedruckte Quizkarten, also 200 Fragen und damit 2000 Antworten. Das finde ich okay. Bei Quizspielen ist es zumindest bei uns so, die werden ab und zu mal rausgeholt oder als Füller oder es fehlt noch einer oder der Abend wird beschlossen. Das finde ich hier doppelt gut. Es geht sehr schnell.
Das ist bei Quizspielen ja oft ein Problem. Sei es das gute alte klassische Trivial Pursuit oder auch Besserwisser. Sieht man es noch in der Kamera? Ich weiß es gar nicht. Kann ein bisschen dauern, wenn keiner die Antworten weiß. Hier kommt man schon irgendwie auf 15 Punkte und es geht auch relativ schnell. Und es hat halt noch diesen Zockermoment. Riskiere ich noch was, riskiere ich nichts. Ich denke, man kann ganz gut aufholen. Und deswegen das revolutionäre Quizspiel anhand eines ja, so Apparates, finde ich, trifft das schon zu. Fragen, Antworten sind relativ, nee, sind nicht klassisch. Sind auch durch diese Methode, dass es halt 10 Antworten immer gibt, lässt sich schon mehr machen als bei vielen anderen. Es gibt andere Quizspiele, die sind halt sehr themenbezogen, da kommt man auch in so eine Tiefe rein. Aber hier ist es schon so, ja, Nationalpark, in welchem Land ist das, eine Wüste jeweils und es gibt 10 Begriffe, griechische Buchstaben ist es das. Also man geht hier schon jeweils sehr in die Tiefe und ich würde fast sagen, man lernt auch ein bisschen was dabei und zwar deutlich dann zu einem Begriff deutlich mehr als bei anderen Spielen. Insofern ist Smart Ten bei uns sehr gut angekommen. Ich finde die Schachtel auch sehr gelungen, weil es tatsächlich auch sehr stabiles Material ist. Also das macht sich gut im Schrank. Ich mag diese Farbgebung, dieses Orange-Schwarz, super. Das ganze Material, wenn man es zumacht, aber auch hier die Pinöppel, die sitzen sehr, sehr sicher. Da kann überhaupt nichts passieren. Die Zahnräder sind super verarbeitet. Insofern wirklich ein tolles Gesamtpaket. Und wer Quizspiele mag, der sollte sich wirklich Smart Ten einmal genauer angucken. Und es hat, glaube ich, schon, hat es einen Preis gekriegt? Ja, es ist nominiert fürs Top 10 Spielzeug 2019 vom Bundesverband der Spielwaren. Ja, sagt auch was aus. Und ich finde tatsächlich als neues Spiel für Quizbegeisterte, wie gesagt, eine absolute Empfehlung von mir. Das ist wirklich mal was anderes. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Kanal folgt. Vielleicht hier gefällt mir drückt, wenn ihr den Daumen nach unten zeigt, sagt mir doch einfach warum. Und ich versuche demnächst nochmal tatsächlich ein Quiz-Spiele-Video zu drehen. Sonst bleibt mir nur zu sagen, wann immer ihr dieses Video geguckt habt oder guckt, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und hoffe, dass man sich an gleicher Stelle wieder sieht. Auf Wiedersehen!